Werner Bergengrün. Abriss der Tantenkunde. Schön, antwortete ich. Bleiben wir zunächst bei Tanten schlechthin. Und das, obwohl ich Ihnen die Versicherung geben kann, dass Tante Alix keineswegs vorhat, flugs aus meiner Geschichte zu verschwinden. Sie hat ja ein Stück meines Lebens durchwaltet und mir sogar eine Kette behördlicher Widrigkeiten eingetragen, die erst im Zweiten Weltkriege abreißen sollten. »Was tun Tanten bei Behörden?«, fragte Musa Petrovna. »Am besten nichts. Aber als ich meine erste Auslandsreise machte, hatte Tante Alix die Schutzherrschaft über mich und wurde bei irgendeinem Anlass ersucht, sich über mein Geburtsdatum auszulassen. Behörden geben sich ja gern den Anschein, als seien sie gesonnen, einem zum Geburtstag zu gratulieren. Ich bin geboren an einem Sonntag im September, aber geboren nach dem alten Stil, das heißt, nach dem damals in Russland geltenden julianischen Kalender, dessen Daten von denen des Gregorianischen durch eine mit den Jahrhunderten wachsende, dazumal zwölftägige Kluft getrennt waren. Bevor Tante Alix die Frage beantwortete, zählte sie geschwind nach, um das hier einzig interessierende deutsche Datum zu ermitteln. Von scharfem Verstande. Ach, die Schärfe des Verstandes war nicht ihre einzige. Aber im Rechnen nicht geübter als alle unsere Landsleute, irrte sie sich um einen Tag, was ich in aller Harmlosigkeit viele Jahre später zu korrigieren trachtete. Der Versuch trug mir nichts ein als behördliche Missbilligungen, wie ich deren auch aus anderen Ursachen unter allerlei Regimes manche hinzunehmen hatte. Ich muss allerdings zugeben, dass in den Augen jeder rechtschaffenen Obrigkeit einer Existenz mit differierenden Geburtsdaten einiger Argwohn gebührt. Mein Gott, da sind wir ja immer noch bei Tante Alix. Wir verlassen sie im Augenblick, sagte ich und begann von der Pferdetante zu sprechen. Aber Werner Pavlovich, da sind Sie ja mit Minutotschka verwandt. Das sind Sie also, warten Sie, da sind Sie sein Vetter oder sein Neffe im Jahr wievielten Grade eigentlich? Ich fürchte, Musa Petrovna, das ließe sich nur mit den Methoden der Infinitesimalrechnung herausbringen. Es ist ja auch gleich, aber scheint es Ihnen nicht geziemend, dass Männer, die das Rechte wissen, ein klein wenig miteinander verwandt sein sollen? Von der Pferdetante war nun einiges zu berichten. Sie war eine starke Raucherin und bediente sich paritätisch der zahlreichen, von ihren beiden Ehegatten hinterlassenen langen Pfeifen mit den geschnitzten Bernsteinmundstücken. Sie legte Wert auf die Reinlichkeit des Hauses und besonders auf das Scheuern der Fußböden. Da kauerte sie denn, die Pfeife im Munde, mit hochgezogenen Füßen auf einem Sofa und sah zu, wie die Mägde mit Besen und Aufwischlumpen, mit Bürsten und grüner Seife und Strömen von Wasser auf dem Fußboden herumwirtschafteten. Wollte die Pferdetante sich trockenen Fußes in einen anderen Raum begeben oder eine bestimmte Stelle auf ihre Wohlgescheuertheit kontrollieren, so rief sie eine der Mägde heran, irgend so eine Praskovia oder Stepanida, glitt vom Sofa auf deren Rücken und ließ, das Pfeifenrohr wie einen Reitstock handhabend, die Erkorene als ein Reittier auf allen Vieren durch die Pfützen traben. Wenn die Pferdetante im Herbst mit ihrem ganzen Hofstaat eine lange Wagenreihe hinter sich nach Gnieschin oder Poltawa in ihr Stadthaus übersiedelte,
Dann brachte sie für die Wintermonate den selbstgebrannten Schnaps für sich, ihre Gäste und Dienstboten mit. Und das war jedes Mal eine aufregende Unternehmung. Damals hatte der Fiskus das Branntweinmonopol verpachtet. Die Gutsbesitzer hatten alles, was ihre Brennereien erzeugten, den Branntweinpächtern abzuliefern, und nur diese waren zum Weiterverkauf berechtigt. Die Branntweinpächter waren unbeliebt und verachtet. Sie erzielten ungeheure Gewinne und es war ihr Ehrgeiz, ihre Söhne und Töchter in die Gesellschaft aufsteigen zu lassen. Alle Witze, die man je und je von den Nouveau Riche erzählt, sind auch von ihnen erzählt worden. Konnte man ihnen einen Streich spielen, so ließ man die Gelegenheit nicht aus. Immerhin befanden sie sich unter dem Schutz des Staates und hatten in ihren Angelegenheiten die Polizei zu ihrer Seite. Den Gutbesitzern stand natürlich an dem von ihnen gebrannten Schnaps das Recht des Eigenverbrauches frei, indessen nur innerhalb der Gutsgrenzen. Zog also die Pferdetante zum Winter in die Stadt, so mutete man ihr zu, ihren Bedarf in den städtischen Verkaufsstellen des Branntweinpächters zu decken oder, wie sie betonte, ihren eigenen Schnaps zum Detailpreise von Halunken zurückzukaufen. Zu einem solchen Respekt vor den Gesetzen versahen sich die Behörden seitens der Gutsbesitzerschaft einer geringen Bereitwilligkeit. Und so standen an den Zufahrtsstraßen der Städte Polizeibeamte, um die Branntweineinfuhr zu verhindern oder doch zugunsten der Pächter die Einfuhrgebühr zu erheben, die unterlassene Deklarierung aber mit hohen Strafzahlungen und Konfiskation der verheimlichten Flüssigkeiten zu ahnden. Man weiß heute nicht mehr, wie die anderen Gutsbesitzer sich geholfen und wie weit sie Glück gehabt haben. Von der Pferdetante aber steht fest, dass sie nie auch nur ein kupfernes Kopekenstück als Abgabe entrichtet, nie auch nur ein Viertelchen in der Stadt gekauft hat und dass ihr nie auch nur ein Tröpfchen beschlagnahmt worden ist. Die polizeilichen Zöllner an den Stadteingängen waren mit langen Piken ausgerüstet, nicht so sehr, um damit ohne Not Menschen zu verletzen, als um stochern sich vom Vorhandensein oder Nichtvorhandensein weißen und doch schwarzen Branntweins zu überzeugen. Sie stießen hinein in die dunklen Tiefen der riesigen stubengroßen Wagen, der kleinen einspännigen Bauernfahrzeuge, ob im Heu oder Stroh ein Klirren die Anwesenheit von Flaschen verriete. Nichts klirrte und nichts verriet, denn zwar mühsam nach Luft schnappend, aber mäuschenstill lagen gekrümmt mit ihren fülligen Leibern einen Wall um die Flaschenkörbe bildend, zwei oder drei oder vier Mägde, irgendwelche Praskovias oder Stepanidas, in Finsternis und Enge und nahmen geduldig alle Pikenstöße entgegen. Sie durften nicht schreien, wenn sie gestochen, ja nicht einmal quieken, wenn sie gekitzelt wurden. Das gehörte zu ihren Pflichten wie der Trab durch die Fußbodenpfützen, und die Pferdetante war eine gutmütige, freigebige, christliche Herrin. Wer ihr treu zu Willen stand, für den war er gesorgt. Einmal erwies es sich, dass man den Wintervorrat an Schnaps zu knapp bemessen hatte. Ein alter Diener wurde also von Stepanida und Praskoja begleitet, auf das Gut geschickt, um Ergänzungen heranzuschaffen. Alles ging ohne Verdruss ab.
Das wiederholte sich in den folgenden Wintern, und bald hatte die Pferdetante verstanden, dass sie ja auf die erprobte Weise auch weit über den Hausbedarf Schnaps in die Stadt bringen ließ. Kurz, sie schloss vertrauliche Übereinkünfte mit den Inhabern zweier Branntweinverkaufsstellen. Der Zwischengewinn des Pächters wurde gespart und zwischen der Pferdetante und ihren beiden Geschäftsfreunden geteilt. Mit der Zeit freilich kam in der Stadt einiges Gemunkel auf, aber es hatte keine Folgen, denn die Pferdetante stand nun einmal in hohem Ansehen. Ihr Vater war einer der Generäle um Suwarow und Kutusow gewesen. Dazu war sie doch eine Dame und eine Witwe überdies, und es gab niemanden, der den Branntweinpächtern nicht eine Einbuße gegönnt hätte. Unter den Gutsnachbarn der Pferdetante war einer, den sie nicht liebte, ein kränklicher und übellauniger Junggeselle von schon höheren Jahren. Dieser hatte einen ausgezeichneten Kutscher, aber plötzlich fasste er einen Zorn gegen ihn und beschloss, ihn zu den Soldaten zu geben. Die Dienstzeit betrug damals, vor Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, 25 Jahre. Der Kutscher erfuhr von der Absicht seines Herrn, ehe noch die ersten Schritte zu ihrer Ausführung getan waren. Er entfloh, erschien bei der Pferdetante und warf sich ihr zu Füßen. »Mütterchen«, sagte er, »du kennst mich nicht. Ich aber habe mein Vertrauen auf dich gesetzt, und so wirst du mir helfen.« Die Pferdetante sah sich eine Weile sein Gesicht an. Dann befahl sie ihm aufzustehen und sagte, »Wenn du wirklich dein Vertrauen auf mich gesetzt hast, dann hilft mir alles Widerstreben nicht, und ich kann dich nicht abweisen. Gott wird es dir lohnen, Mütterchen, und von jetzt an werde ich dir gehören und nicht mehr meinem Herrn, der mich unter die Soldaten stecken will«, sagte der Kutscher, als habe er an seines Herrn Stelle er selbst über sich zu verfügen. Weiter sagte die Pferdetante, »Nach deinem bisherigen Namen frage ich dich nicht. Ich mag ihn nicht wissen. Ich werde dir einen neuen Namen geben, dann bist du nicht mehr der Mann von früher.« Ihr Schreiber sagte zu ihr, »Um Gottes Willen, was gedenken Sie zu tun, Tatjana Ilnische? Sie werden die ärgsten Scherereien mit Ihren Nachbarn bekommen und nun gar erst mit den Behörden. Strafbar machen Sie sich.« »Kränke mich nicht mit deinen Reden«, erwiderte sie, »weißt du nicht, dass man Barmherzigkeit haben muss? Und wie darf man sich einen Mann entgehen lassen, der im ganzen Kreise als der beste Kutscher und der beste Pferdepfleger gerühmt wird? Und was sollen denn das für Scherereien sein, wenn junge Burschen ins Priesterseminar aufgenommen werden und sie sind keine Popensöhne? Dann bekommen sie dort neue Familiennamen, weißt du das nicht? Und glaubst du, ich habe weniger Macht als die im Priesterseminar?« Kurz, sie befahl dem Schreiber, den Kutscher unter dem neuen Namen als ihren Leibeigenen in die Register einzutragen. Die Scherereien blieben nicht aus. Der Junggeselle erhob ein gewaltiges Geschrei. Schließlich reichte er eine Klage ein. Die Pferdetante erhielt ein Schreiben von der Gerichtsbehörde, ob es zuträfe, dass sie einem entlaufenen Leibeigenen des und des Namens Unterschlupf gewährt habe. Lange Zeit antwortete sie nicht, dann aber leugnete sie es ab. Später, als alles schon beigelegt war, sagte sie zur Erklärung, »Damals hieß er doch gar nicht mehr so. Wie die Menschen auf meinem Grund und Boden heißen, das bestimme ich und niemand sonst.«
Die Pferdetante brach mit ihrer Gewohnheit, den Winter in der Stadt zu verbringen. Dort schienen ihr die Behörden zu nahe. Schriftstücke hätten einen bequemen Weg zu ihr gehabt. Und wie leicht konnte jemand vom Gericht in ihr Haus dringen und Unannehmlichkeiten erregen. Vor solchen Schrecknissen blieb sie jetzt bewahrt. Dafür aber riss die Verbindung mit ihren beiden Branntweinverkaufsstellen ab. Und so war manche Einbuße hinzunehmen. Die Pferdetante hatte das Gefühl, Opfer zu bringen, die ihre Sache zu einem Gott, zu einer Gottgefälligen machen mussten. In der Tat schien Gott solcher Meinung zu sein, denn ohne viel List, nur mit ihrer eigensinnigen Entschlossenheit, wusste die Pferdetante ihre Sache hinauszuzögern und hatte bloß ein paar Male 2 Rubel, 80 Kopeken oder 4 Rubel, 60 wegen Nichtbeantwortung oder doch nicht rechtzeitiger Beantwortung amtlicher Anfragen zu bezahlen. Und auch dies rechnete sie unter die gottgefälligen Opfer. Alles erhielt sich längere Zeit in der Schwebe und darüber starb der Junggeselle. Aber die Geschichte hatte nun doch einen solchen Lärm hervorgerufen, dass sie nicht mehr sehr lange in ihrer Schwebe bleiben konnte. Vielmehr nach aller menschlichen Voraussicht ein schlimmes Ende nehmen musste. Mit des verstorbenen ehemaligen Kutscher, dem sie längst ihre Livree angezogen hatte, fuhr die Pferdetante zur Beerdigung und nahm andächtig teil. Alle Leute betrachteten ihn mit Neugier. Er war ein stattlicher Mann mit einem schönen Bart und ungezwungenen Bewegungen. Sicher hätte er einen Kürassier oder Ulanen abgegeben, wie aus einem patriotischen Bilderbuch. Aber die patriotischen Bilderbücher berichten ja nur wenig davon, wie es in den Herzen der Menschen aussieht. In ihrem Tagebuch erzählt die Pferdetante, dass sie auf der Rückfahrt den Schlitten halten ließ und dem Kutscher befahl, auszusteigen und zu ihr an den Schlag zu treten. »Du weißt selbst, dass du kein schlechter Kutscher bist. Ich bin mit dir zufrieden und der Verstorbene wird es auch gewesen sein. Jetzt sage mir, warum er damals den Zorn auf dich geworfen hatte.« Hiernach hatte die Pferdetante ihn bisher noch nie gefragt. Sie hatte sich daran genügen lassen, dass ihr Nachbar den besten Kutscher des Kreises zum Militär hatte abschieben wollen. Es war nicht ihre Gewohnheit, überflüssige Reedereien mit dem Gesinde zu führen. Vielleicht war sie auch der Meinung gewesen, dass man ja stets umso frischer und entschlossener handelt, je weniger man weiß, und dass man Gefahr läuft, sich selber zu lähmen, wenn man eine Sache nicht nur mit den eigenen Augen betrachtet, sondern auch mit denen des Gegners. Stellte sich jetzt die Frage, so geschah das, weil mit dem Tode des Nachbarn die Ereignisse bis zu einem bestimmten Abschnitt gelangt waren. Der Kutscher berichtete freimütig, sein ehemaliger Herr habe ihn mit einem Mädchen verheiraten wollen, an dem er keine Freude gehabt hätte, einer hässlichen und zänkischen alten Viehmagd. Warum? Das waren so seine Gedanken, dass er immer befehlen musste, zu heiraten. Und er selber hat doch unverehelicht zu sterben beliebt. Nein, ich weiß den Grund nicht. Doch ja, einmal hat er zu sagen beliebt, ich würde dann ruhiger werden. Und weil er merkte, dass ich widerstrebte, statt ihm zu danken, darum hat er beliebt, mir zu zürnen. »Du hast also lieber in Sünde leben wollen.« Der Kutscher lächelte ehrerbietig und männlich zugleich. »Mütterchen, wir sind ja so schwach«, sagte er dann.
Und heißt es doch auch, die Sünden des Fleisches würden leicht vergeben, leichter als die, die aus dem Kopf oder aus der Seele kommen. Es ist gut, fahren wir weiter. Die Pferdetante hat dann in ihr Tagebuch geschrieben: Dem Begrabenen das Himmelreich. Die Sünden des Fleisches hat er, wie man hört, gemieden. Aber die ärgeren Sünden des Hochmuts, des Zornes, des Unglaubens und der Gedankenfinsternis hat er auf sich geladen, und von denen hat mein Kutscher sich ferngehalten. Gott verzeihe dem Toten, wir sind alle schwach. Das Gut des Junggesellen fiel an eine seiner Verwandten, eine junge Witwe. Als die Pferdetante hörte, dass sie angekommen war, um ihren neuen Besitz zu übernehmen, da fuhr sie hin, warf sich der Erbin zu Füßen und sagte: Eine alte Frau demütigt sich vor Ihnen. Sie kennen mich nicht, ich aber habe mein Vertrauen auf Sie gesetzt, und so werden Sie mir vergeben und mir helfen, dass die Geschichte in die Ordnung kommt. Die Erbin hob die Pferdetante auf, küsste ihr die Hände und ehrte sie. Sie einigten sich, dass die junge Frau die ererbte Klage zurückziehen und der Kutscher bei der Pferdetante verbleiben, die Erbin aber mit 4 Gäulen aus der Zucht der Pferdetante entschädigt werden sollte. Als alles abgesprochen war, sagte die Erbin: Jetzt bitte erklären Sie mir eins, Tatjana Ilnischer. Wie hätten Sie sich aus der Affäre geholfen, wenn mein Onkel am Leben geblieben wäre? Die Pferdetante sah die junge Frau verwundert an und entgegnete: Aber was denn, liebes Kind, alle Menschen sterben doch zur rechten Zeit. Der Kutscher ritt selbst mit den Pferden auf das Nachbargut. Felle und Hufe blitzten, und allen 4 hatte er bunte Bänder in die Mähnen geflochten und die Halfter mit den ersten grünen Birkenzweigen geschmückt. Ehe er die Tiere ablieferte, bekreuzigte er ein jedes und sagte: Ihr geht an meiner Statt, Gott gebe euch gute Tage und vergesst meine Lehre nicht. Für jedes Haferkorn einen Galoppsprung. Als die Leibeigenschaft aufgehoben wurde, war das Haar der Pferdetante schneeweiß und das des Kutschers fing an zu ergrauen. Er kam zur Pferdetante, warf sich auf die Knie und küsste ihren Rocksaum. »Mütterchen«, sagte er, »du hast mir den Namen gegeben. Ich bin wie dein leibliches Kind. Schon einmal hast du mich vor dem Unglück bewahrt. Habe auch jetzt Barmherzigkeit. Verstoße mich nicht.« Die Pferdetante klopfte ihm auf die Schulter. Dann sagte sie: »Mach dir keine betrübten Gedanken. Du sollst mich zu Grabe fahren und kein anderer, und nachher wird für dich gesorgt sein. Ich befehle dir nur, dein Leben lang auf meine Gesundheit zu trinken und für meine Seele zu beten. Denn das sind die beiden Dinge, die ein Mensch vom anderen nötig hat.« So viel von der Pferdetante. Es ist doch anderer Tanten zu gedenken. Tanten gehören zu den Fundamentalbeständen des Daseins. Wahrhaftig, von Tanten ist viel zu sagen. Manchmal aber fürchte ich fast, die Tanten sterben aus. »Wie die Pferde?«, fragte Musa Petrovna. »Ja, wie die Pferde. Aber was wohl sollte aus der Welt werden ohne Tanten? Es kann doch kein Zufall sein, dass die Menschen in ihrer Kindheit fast sämtliche erwachsenen Frauenzimmer, Mutter und Großmutter ausgenommen, als Tanten bezeichnen.
Von Genealogen und Biologen darf man sich nicht beirren lassen. Mir bleibt es gewiss, dass der Mensch auch von seinen Tanten abstammt, unter Umständen sogar von den Angeheirateten.